Seit wie vielen Jahren vertreiben Sie bereits Biocat-Kalkschutzlösungen? Ich würde sagen, seit ungefähr 10 Jahren aktiv mit Biocat. Seit 2018er Jahren. Was war ausschlaggebend für eine Entscheidung zugunsten Biocat? Naja, es ist ganz einfach, wenn du ein Produkt verkaufen kannst, wo du dich nicht verbiegen musst, um zu sagen, dass es funktioniert, dann ja, es ist einfach, das dem Kunden auch nahe zu bringen und zu erklären. Und die Kunden sind zufrieden, ich bin zufrieden und somit passt es ja dann. Win-win-Situation, würde ich sagen. Stand dabei die Chemiefreiheit von Biocat-Lösungen oder die Einfachheit der Montage im Vordergrund? Sowohl als auch, aber die Chemie steht schon im Vordergrund. Also wir haben ja momentan, oder viele bauen ja eben diese Enthärtungen ein, verändern ihr Trinkwasser chemisch und so weiter. Den Leuten schmeckt es nicht, der Kaffee schmeckt nicht. Ja, und es ist halt einfach auch, ja, verändert das Trinkwasser und es hat Biocat eben nicht. Und der Einbau ist sowieso unproblematisch und von dem her auch wieder ideal aus vielen Seiten. Würden Sie Biocat anderen Mitbewerbern empfehlen oder sprechen einige Gründe dagegen? Doch, habe ich sogar schon, tatsächlich. Also ich habe Mitbewerber schon mit denen gesprochen, die gesagt haben, naja, kenne ich nicht, mag ich nicht. Dann habe ich denen das ein bisschen näher gebracht, ein bisschen erklärt und ja, die verbauen es inzwischen auch, soweit ich weiß, und sind auch zufrieden damit und haben halt jetzt auch eine physikalische Alternative, die sie sehr gut finden.